Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Talisman. Und wie ihr schon seht, ja, es geht auch von alleine weiter, weil ich eigentlich ein wenig geachtet habe, dass die Zeit abläuft. Ja, weil ich musste kurz pinkeln gehen und er ist anscheinend auf den Desktop gegangen oder sowas. Genau, so in der Und Art. dann hat er den Zug automatisch gemacht aus seinem Charakter. Ich hoffe jetzt mal, dass er im Allgemeinen nicht rausgeflogen ist. Aber wir werden es jetzt gleich sehen. Ich werde nämlich jetzt hier einfach mal würfeln. Genau, und wie ihr gehört habt, der West ist auch wieder dabei. Genau. Und jetzt gehe ich zum Dieb und werde mich jetzt mal für die Aktion gerade eben rächen. Der Figur gegenübertreten. Ich würfel, hab eine 4. Also verlieren kann ich jetzt schon mal nicht mehr. 5. Wunderbar. Er kann jetzt höchstens nur noch würfeln, ob er keinen Schaden bekommt. Ach nee. Ja, Okay. da hat alle Helme abgelegt. Jetzt bin ich gerade sogar am Überlegen, was ich mir dann nehme, obwohl die Axt ist mir gar nicht mehr so wichtig. Der Talisman. Ja, ich nehme mal wieder den Talisman wieder. Und somit habe ich den wieder und kann jetzt gleich wieder in die Mitte spazieren, wenn ich will. Und wenn ich kann, wie auch immer. So, ich gehe wieder runter, nachdem die KI mich ja da hochgeschickt hat. Ein Kobold. Und er schickt mich wohin? Verborgenes Tal. Oh. Oh, warum Er könnte nicht? den Ring bekommen. Ja. Ach so, kriegst du jetzt auch noch 2 Gold. Taste Noch dich. ein Zauber. Man muss aber dafür Sachen ablegen. Du musst dafür Sachen jetzt ablegen. Jetzt gucken wir mal. Warum? Ich hab Packese. Ach ja, du hast ein Pack. Verdammter Lacker, du. Ja. Ich brauche auch mal ein bisschen Glück. Nein. Magischer Gürtel, Stärke um 1 Punkt. Mal gucken, ob ich den Dieb jetzt gleich nochmal massakrieren kann. Mal gucken. Zerstörung. Der stört den Markt. Okay. Warum? Ah, fuck. Da wünscht man es eigentlich auch. Ich wollte mir schon die ganze Zeit ein Packesel und ich bin auf das Gold am Warten gewesen. Verdammte Kacke. Pech. Die ist aber komplett überall. Marktzeit. Der Markt will sich nicht zerstören lassen. Das ist die ganze Runde. Jetzt darf jeder einmal einkaufen. Ach so, ja, ich kann aber nicht einkaufen. Du musst auf abbrechen. Toll. Ich hab 2 Gold. Nee, behalte ich mal lieber. Ja, aber der kann klauen nochmal. Ach so, der kann aus der Entfernung klauen, oder was? Ja. Ich glaube es doch nicht, ey. Ach so, das war ein einmaliges Ereignis. Ah, Genau. okay. Dafür konnten dann halt alle mit einmal. Habe ich noch ein Talent bekommen? Ich bin ja jetzt in der Mitte. Na, jetzt kannst du dir deine Dinge zu Hause holen lassen. Deine Mission. Hoffentlich einen anderen Spieler töten oder sowas. Natürlich lege 2 Goldstücke ab. Die Boah. habe ich sogar. Aha. Nein, 3 Goldstücke ablegen. 3? 3. Aber stand doch ganz deutlich 2. Ja, das hatte ich eben doch auch. Hm. Ich glaube, ich habe dieselbe Zahl gewürfelt und dann habe ich auch 3 ablegen müssen. Das ist, glaube ich, auf dem Feld falsch beschrieben. Aber wenn man 6 würfelt, dann ist es ja, steht da 3 Gold. Ja, ich sage ja, auf dem Feld ist das falsch beschrieben. Das macht natürlich auch mehr Sinn, dass die höhere Zahl weniger ist. Aber ist egal. So. Was hat denn der Assassine? Oh, der hat den magischen Stab. Gefällt mir. Der arme Assassine.
Nö, der hat's verdient. Okay. Kann ich die noch wirken? Kann die Schleife setzen? Okay. Dann kann mich nämlich der Ding ist jetzt gerade nicht angreifen. Oder auch nicht, dein Gegenzauber. Yep. Na gut, dann ist er wenigstens schon mal weg. Hab ich einen neuen Zauber dafür. Das passt auch. Eine 5. Und da hockt ja der Drache. Nee, nee, nee. Und nochmal ein Gold. Und jetzt hast du natürlich direkt alles durch. Genau. Lacker! So. Ach, der Dieb macht was, oder? Nein, nein, ich mach heile, heile. Hast noch ein Gegenzauber, ey? Ja. Scheiß die Wand an. Ja gut, jetzt hast du keinen Gegenzauber mehr. Teich des Lebens. Bitteschön. Nein. Schade. Schade, dass das nicht eine Runde früher war. Tja. Eine Runde früher hätte ich auch noch meinen Gegenzauber gehabt. Ja, voll stimmt, ja. Jetzt hast du vorher gegen mich. Da bin ich doch nicht mal mit einer der gefährlichsten Figuren hier. Egal, ich will mich rächen. Ich meine keine Kröte. So. So. Dann gehen wir mal hier in den Wald. Was ist das hier für ein schöner Wald? Magischer Fluss. Oh, hier kann ich schon noch Stärke bekommen. Das gefällt mir doch richtig gut. Heile, heile machen. Oder hast du wieder da Einwände gegen? Nee, hast du nicht? Alles klar. Ich kann ja nicht zaubern. Was hocken denn da? Ach ja, der Typ. Obwohl, Na doch, nehmen wir mal mit. Noch einen zweiten Talisman? Ja gut, dann kriegt ihr wenigstens kein anderer, ne? Genau. Hä? Mich gerade verarschen? Wollte ich doch gar nicht eigentlich so machen. Sollte eigentlich doch gar nicht gegen Kreaturen sein. Na egal. Wollte es eigentlich gegen einen Spieler machen. Ja, die Karte ist schwer auszuspielen. Ich hab's auch vorhin mal verkackt. Der ist rächen? Nein, ich glaube nicht. Nee, da auch nicht. Er hat nur 4 Punkte. Selbst mit einer 6.
Nee, ich will jetzt nicht dem Dieb entgegenlaufen. Na komm, okay. Ist doch ein ganz netter. Ah, ein Drache. Alles klar. Komm her, Drache, komm her! Deck. Aufs Maul! Schön, gefällt mir gut. LOL, krieg ich die nicht in den Ablagestapel rein? Ah, LOL. Ich hab grad eine Trophäe davon. Dann macht es ja keinen Sinn, in der Höhle Drachen zu killen. Ah gut, jetzt hast du dein Gold, aber ich weiß es nicht. Könntest du den Talisman doch eigentlich auch zu Gold machen? Habe ich schon. Achso, Talisman hast du auch dazu Gold gemacht, gerade. Mhm. Okay. Oh, 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 oh. Könnte schwer werden. Ah, könnte. Yep, ist am Arsch. Ja, ein guter Spieler, Mann. Na, gute Spieler oder halt auch neutrale? Gute. Schade. Na gut, jetzt setzt er seine Axt ein, um Fluss zu bauen. Um rüber zu kommen. Ja, ja. Dennoch muss er was ablegen. Die Axt. Brauche ich nicht mal. Zack. Ja, die hat er nur eben von mir geklaut, der Arsch. Es ist nur alles geklaut. Ejo, ejo. Das ist alles gar nicht meine. Und jetzt kommt ihr GEMA-Band. Dio, Eo. Würde ich aber lachen. Ja. Naja, ich glaube, in dem Moment wird das wieder nicht so witzig. Hm, hat der Assassine was? Nee, der Assassine hat nix. Hm. Huckefuck. Obwohl, ich habe ja mittlerweile 7. Ich könnte ihm auch ausweichen, aber nein! Wir werden uns ihm tapfer entgegenstellen. Ja. Schade. Okay. 3. Du kannst, glaube ich, jetzt die Prinzessin abgeben, ne? Die ist ja damals weg mit der Hexe. Ach ja, stimmt. So. Kannst dich aber da heilen. Oder du gehst da hin und ziehst einen Stein. Ein Ding ins Sinn. Und hoffentlich kommt jetzt eine böse, böse Kreatur. Nein, nochmal Gold. Nein, du kriegst Gold. Warum auch nicht? Ja. Und dann baut sich ein Floß. Nee, das Floß hat er schon gebaut, der setzt es ein. Ah ja, ich meine doch. Ein Riesen. Er kämpft jetzt gegen einen Riesen. Setzt aber die Wahrsagerkugel von mir ein. Mhm. Ah, jetzt ist es nur noch eine Riesenschlange. Aber der ist gar nicht so groß, oder? Weil wenn das nur durch unseren kleinen Schädel geht. Ja, könnte auch. Von einem Riesen sein. Von einem Riesen sein, oder? Ja, okay. Akzeptiere ich. So, jetzt ist erstmal der Assassine dran. Talentpunkte erhöht er mal von sich. Na, guck mal, was krieg ich? 2. Irgendwie klingt der Sound gerade bei mir ziemlich verbuggt. Okay. Das... Egal. Ah, eine Runde aussetzen. Nee, hab ich keine Lust zu. Okay. Nichts passiert. Hm. Ich glaube, ich würde nach oben gehen. Weil gegen die 2 hast du, glaube ich, keine Chance. Noch nicht. Hättest du den Söldner noch gehabt, dann ja. Na, brauchst du den Würfel ja nicht nutzen. Wofür willst du noch einen Talisman? Jetzt musst du noch ein bisschen auf den Dieb aufpassen. Ah, der geht selber in die Wüste. Schlau.
ist ja die Böse. Oh. Und hat seinen heiligen Gral verloren. Ach ja, stimmt. Ja, das war wirklich schlecht dann für den. Ich bin voll der bettelarme Krieger, das ist voll peinlich. Mir überlegen, soll ich das probieren? Ah, ich probiere mal gegen den Wächter zu kämpfen. Ja. Gewonnen. Und ein Schatten, nein! Ja! Aber da hast du mittlerweile viele Talentpunkte aufgebaut. Ja. Oh, ich kann Trophäen eintauschen. Ah, ich kann einen Talentpunkt erhöhen. Nice. Was war da nochmal? Das ist für Böse. Aber hab bisher nicht. Kannst auch gerne zu mir kommen in die Nähe. Ich hab bestimmt eine Verwendung für deinen Ring oder für deinen Talisman. Ja, komm zu mir und klaut mir was. Der klaut dich? Das ist ein Idiot, der hätte den Talisman klauen können. Ja. Also die KI ist ja wirklich so strunzendämlich. Na gut, der holt sich jetzt Stärke, das ist nicht verkehrt. Mein Freund. Obwohl ich hätte eigentlich auch zu dem Dingens gehen können. Ist zu spät. Ist zu spät. Figur gegenüber treten. Dann tritt ich den Priester mal in den Arsch. Oh Gott, aber dann dürfen es nur noch eins. Obwohl es hat ja eh keinen Unterschied gemacht. Der Ring gefällt mir gut. Der steht mir irgendwie besser als dir. Finde ich so zumindest. Du hast noch zwei Stärke? Das ist der Standard vom Frieza. Ja, das ist richtig mies. Ja, warum gehst du nicht nach unten? Was ist denn das da unten? Oder, ah nee, du hast die Feldflasche noch, ne? Hm. Ja. Den Heiligen Gral kann er ja nicht nehmen. Nee. Ein. Ah, da kannst du hingehen. Irgendwie echt, der Sound ist bei mir ein bisschen am Bangen. Ja. So. F5. Obwohl, ich kann ja mittlerweile keine Gegenstände mehr aufnehmen, aber macht das eigentlich wenig Sinn. Dann werde ich jetzt mal mich zur Mitte vorbegeben. Jetzt setze meine Stärke ein. Nur als Information für die Leute, die zuschauen. Also wenn ich in die innere Ebene gehen will, dann muss ich mit den zwei Würfeln, glaube ich, kleiner oder gleich, ne? Genau, kleiner oder gleich. Als hier reingehen. Also ich muss unter die 11 oder 11 Punkte erreichen, ne? Ich bin ja PC 5. Bedeutet, ich komme rein. So. Und wenn ich jetzt gleich in die Mitte gekommen bin, was aber je nachdem ein bisschen schwieriger ist, genau. Egal. Oh, jetzt versuchst du es über den Tempel. 9 ist ja gar nicht mal so verkehrt. Du hältst einen Zauberspruch. Oder plus 1. Du hältst einen Talisman. Nee.
Hab doch schon einen Talisman. Ist gar nicht mal so schlecht. Alles, was für ihn gut ist, ist für mich schlecht, von daher. Oh, der kämpft jetzt hier. Das schafft er. Ja, das schafft er. Ja, obwohl. Ja, gerade so noch. Haben wir jetzt aber freie Bahn gemacht für die Fee. Ja, das auf jeden Fall. Der kann jetzt hoch oder runter gehen. Jedenfalls, wenn ich die Mitte gleich erreiche, dann kann ich jede Runde würfeln und ich habe 50% Oh. Der hat das Runenschwert. Das ist sehr gut für ihn. Besonders als Assassine. Ich habe jetzt die Möglichkeit, jetzt jeweils hier hinzugehen. Einmal zu der Mine, da würfel ich mit drei Würfel, ziehe deine Talenthunde von der Summe des Würfels ab und gehe direkt zu bla. Also das ist für Talent wichtig, darum habe ich eben darauf geachtet, dass ich da wenigstens auch ein bisschen höher komme. Und oben ist mit der Stärke. Stärke ist sogar besser eigentlich für mich. Hier mit dem Tod. Wirf für dich 2 Würfel und für den Tod 2. Bei gleicher Summe musst du im nächsten Zug wieder mit dem Tod spielen. Deine Summe niedriger als, verlierst du einen Lebenspunkt und spielst im nächsten Zug wieder mit dem Tod. Würfelst du höher, darfst du in der nächsten Runde weiterziehen. Und was ist das andere? Wirf einen Würfel, um einen bestimmten Lebenspunkte dir da bei die... Ah, okay, ja, links ist eigentlich besser, ne? Ja. Gut. Das sind 7. 7, 13. 13 minus sind 4, ne? Höhle des Hexenmeisters. Nein. Ah, das ist zum Beispiel die Schwierigkeit, da durchzukommen. Genau. Du bist jetzt gelandet? Ach, da. Ich bin wieder in deiner Nähe. Oh, du kannst dir den Heiligen Gral holen. Ja. Muss ich da jetzt eigentlich 0 erreichen, oder? Hab ich jetzt gerade nicht mehr so richtig drauf geachtet. Portal der Macht, da kommt er eh nicht. Ah! Hat er schon Talisman? Nein, jetzt hat er eins. Hat er ihn jetzt gerade gefunden? Sackgesicht! Und er steht vor dem Tor. Der hat noch nicht mal so, mit seinen Punkten auch noch nicht mal so schlecht die Möglichkeit, da was zu machen. Der verirrt sich nicht. Ja. Nee, ich lass mich jetzt nicht versklaven. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ach komm. Ein Gold. Wow, ich habe ein Gold. So. Der Drache nervt, der da hockt. Jetzt gerne das Schild, wa? Aber warum hast du 2 Schwerter? Könntest sogar eins davon einmotten. Außer wenn dir natürlich der Dieb jetzt gleich ein Schwert klaut, das wäre dann Kacke. Ja, den Drachen, den kriegst du... Oh! Was zur Störung. Ja. Hä, warum hat das nicht gewirkt? Ich habe doch einen Gegenzauber aktiviert. Musst du Doppelklick dann machen, damit da in die Schleife kommt. Hab ich doch. Der war nach oben. Wenn er nach oben ist, dann ist doch die aktiviert, oder? Ja. Der war aktiviert. Ich fühle mich jetzt nur noch verarscht von dem Spiel. Also, ja, komm, ja, nehmt euch alle mit. Fickt euch. Ich 9.